Hallo und herzlich willkommen zu meinem nächsten Video zur Synology Disk Station. Und in diesem Video wollen wir uns einmal ein bisschen mit Benachrichtigungen beschäftigen. Und zwar mit Benachrichtigungen über gewisse Systemzustände oder gewisse Systemereignisse, die die Disk Station automatisch an mich oder an wen auch immer versenden soll. Hierzu eine Voraussetzung, die man sich vorher überlegen sollte, in welcher Sprache denn die Benachrichtigungen erscheinen können. In der Systemsteuerung unter regionale Optionen findet man hier die Sprache für die Benachrichtigung. Diese ist bei mir auf Deutsch gesetzt. Die kann man aber auch frei nach Wunsch anpassen. Okay, wenn man diese Einstellung richtig gesetzt hat, dann geht man 2 Punkte tiefer zur Benachrichtigung und hier hat man 3 Möglichkeiten. Das ist einmal die E-Mail-Benachrichtigung, die SMS-Benachrichtigung und die Push-Benachrichtigung. SMS-Benachrichtigung interessiert mich überhaupt nicht, möchte ich auch nicht einrichten, weil kostenpflichtig. Push-Benachrichtigung habe ich mir schon einmal eingerichtet und zwar einmal mit einem kleinen Browser-Add-in und einmal auch auf meinem Gerät. Und wenn ich jetzt hier auf Testnachricht senden klicke, dann habe ich hier, man hat es glaube ich kurz auch vibrieren gehört, auf dem Handy eine Testnachricht bekommen. Das funktioniert also ohne Probleme. Das heißt, jedes gepaarte Gerät, jetzt in dem Fall hier der Computer, bekommt einmal über den Browser und ansonsten mein Handy über die DS Finder App eine Benachrichtigung, falls etwas sein sollte. Okay, für die Einrichtung des E-Mail-Dienstes gibt es ein paar vorkonfigurierte Möglichkeiten, Gmail, Yahoo und Outlook. Man kann hier aber auch benutzerdefinierte Konten wählen. Dazu muss man eben dann SMTP-Server-Adressen, Ports und ähnliche Logins einmal aus- oder beziehungsweise einstellen, je nachdem, wie man es benötigt. Ansonsten bei Gmail ist es relativ einfach. Das heißt, man gibt hier seine Gmail-Adresse ein, klickt dann auf in Gmail anmelden. Ah, das wird er jetzt noch nicht machen. Tun wir einmal so, als ob wir eine Gmail-Adresse eingeben. Klickt auf Anmelden, dann muss man sich hier einmal einer Login-Maske anmelden und den Zugriff zulassen und dann sollte das Ganze auch relativ zügig probieren. Wir stellen das jetzt hier in dem Fall nicht ein, man müsste dann natürlich das Ganze auch testen. Um hier aber mit Informationen nicht überschüttet zu werden, sollte man sich auch einmal mit dem Thema erweitert beschäftigen. Zum einen kann man hier unter Variable bearbeiten einmal sagen, was im Betreff stehen soll, damit man hier auch die E-Mails und Push-Nachrichten relativ zügig erkennt. Und nun kann man sich hier einmal Gedanken darüber machen, an welcher Stelle möchte ich welche Informationen benachrichtigt bekommen. Also eine wirklich große Latte an Informationen. Wem die Übersicht nicht gefällt, der kann hier auch nach kritisch und informativ oder nach einzelnen Kategorien, zum Beispiel nach Problemen am Netzteil oder aber auch für externe Speicher sich Informationen anzeigen lassen. Also hier kann man auch ein bisschen über die Kategorien filtern, damit das Ganze nicht allzu unübersichtlich wird. Man sollte sich einmal Gedanken machen, welche Systeme nutzt man überhaupt. Hat man einen High Availability Cluster oder eben nicht? Nutzt man die Snapshot-Replikation oder nicht? Und dementsprechend setzt man sich hier den Haken oder eben nicht. SMS, wie bei mir schon eben gesagt, komplett deaktiviert, da ich diese Funktion nicht nutze. Im Mobilen lasse ich mir andere Sachen schicken als unter E-Mail und wenn ich fertig bin, klicke ich einmal auf Übernehmen und schon kommen die Nachrichten relativ zeitnah und sehr, sehr schnell an. Wichtig ist, wer hier eine Dynen-DNS eingerichtet hat, sollte zusehen, dass man diese Adresse auch nutzt, um Informationen zu erhalten, damit man auch von unterwegs benachrichtigt wird, weil ansonsten natürlich der Push-Dienst mit dem DS-Finder nur funktioniert, wenn ich mich im WLAN zu Hause befinde und sich die Synology Disk Station also im selben Netz befindet wie mein Handy. Okay, das war's mit diesem kleinen Video zur E-Mail-Benachrichtigung. Vielen Dank fürs Zuschauen und allen noch einen schönen Tag.